Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist wieder der Mario von Wolfsrudel. Jetzt sind wir bei dem letzten Teil angelangt und zwar das wäre die Bodenbearbeitung. Wie man auch schon sehen kann, am Säen mit der Vaderstadt Rapid 600S oder Rapid A 600S direkt. Saatmaschine, die direkt in die Stoppeln hinein grubbert und sät in einem. Gezogen von dem Lamborghini mit den 220 PS. Auf unserem Riesenfeld, der Kombination zwischen Feld 29, 30, 24 und 25. Und ja, mit dem Teil geht das eigentlich recht zügig, das anzusehen. Aktuell hier mit Raps. So. Dass wir eben jetzt die Szene, wo wir eben für den Raps vorbereitet haben, den wir eben bei der Nachfragemission abliefern mussten, diese 85 Tonnen. Viel zu schnell wieder. Mit 20 und den sehen wir eben gerade an. Nee, jetzt haut Money ab, Mensch, der Pisser. Wieso haut Money ab? Keine Ahnung. Wie haut ab? Aus dem Server? Ja, fährt weg, ich hätte noch einen Baum. Albin! Bist du voll? Nein, ich bin doch dabei. Und wieder umdrehen. Viele haben immer den Spurreißer aus. Also wenn ich selbst fahre, habe ich den Spurreißer definitiv an, denn dann brauche ich nicht außen immer schauen. Dann fahre ich einfach mit der Innenansicht und weiß halt genau, wo die Mitte ist und brauche nicht viel lenken. Der Helfer macht sowieso nicht, aber viele machen das, nutzen es gar nicht, die Spurreißer, obwohl man das eigentlich in der Realität, das ist eigentlich unvermeidlich, außer du fährst mit GPS, denn bei 6 Meter kannst du nicht immer in den Spiegel schauen oder umdrehen und schauen, wo du bist. Das ist der Sinn von dem Spurreißer. Das ist wohl bei Mais-Sägeräten als auch bei normalen Sämaschinen. Deswegen habe ich die auch immer aus, also immer ausgeklappt, meine ich, und funktioniert und ist einfach viel einfacher für die Konzentration. Muss nur mittig fahren und dann war es das auch. Nicht immer nach hinten schauen. Man sieht auch hier schön den Dreck, die dreckige Scheibe oben. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die anfangs auch schon dreckig ist oder erst mit der Zeit, wenn eben der Traktor auch dreckiger wird, dann auch dreckig wird. Natürlich auch wieder ein Realismuszeichen, das ist wirklich unglaublich. Und dann geht es nochmal hoch. Ja, und der nächste Auftrag ist jetzt eben, wie man schon sieht, der epische New Holland T8 320. 320 steht auch für 320 PS Leistung. Ich glaube, da wäre das mitgezogen. Oder nicht? Oder nicht so. Mit einem neuen Sharpflug von Lemken angehängt. Ja. Zwar schon schön dreckig, der Flug ist aber jetzt neu, ist. Kurz vor seinem ersten Einsatz und eben, wie ich schon sagte, die Riesenaufgabe Feld 22, 27, 32 und 33 zu kombinieren. Dazu müssen eben die Feldwege verschwinden und deswegen muss ich hier auch mit dem Flug erstmal schön abgrenzen, möglichst gerade. Das hat schon mal gut geklappt, nein, eher nicht, weil ich zu schnell angehoben habe. Jetzt klappt das. Ich stelle den hier mal so auf den Feldweg. Drehen wir um und fahre ich, glaube ich, gleich nochmal hin. Und danach fahre ich dann halt nur noch der Länge nach den Feldweg. Das bei neuen Schaden dürfte das sich auf dreimal oder vier Fahrten hingehen, denn wir haben ja eine Arbeitsbreite von 4,50 Meter bei neuen Schaden. Und man muss auch sagen, das ist angemessen, neuen Schabflug. Es steht zwar da, dass man den mit 225 PS ziehen kann, das kann mir keiner erzählen. Das funktioniert nicht. Neuen Schaden mit 225 PS. Alter, 7 Schaden wäre noch möglich. Also 5 Schaden fährt man eigentlich bei 150 PS so. Geht, also ab 150 PS benutzt man 5 Scharer. Sag ich mal. Bis 180, 90. Ich sag mal, ab 180, 190 kann man dann 6 Scharen fahren. Sag mal, ab 190 vielleicht eher. Mal Baum. Aber richtige 6 Scharen zu nutzen, brauchst du schon gute 200 PS.
Egal, 7 Schaden beginnt dann vielleicht erst bei 230. Also was hier bei 9 Schaden angegeben wird, ist eigentlich in der Realität mit 7 Schaden zu fahren. Und 9 Schaden, da brauchst du wirklich 320 PS. Das kommt dann wirklich hin, dass der das in der Realität auch ziehen würde. Und die 14 Schaden, okay, das ist dann wirklich nur mit dem New Holland und mit dem Case Knicklenker möglich. Alles andere würde nicht realistisch sein. Das ist auch das, was wir dann wahrscheinlich machen werden, denn danach okay, kommt eigentlich nur noch der Case Magnum. Gut, der hat, glaube ich, auch 400. Ja, 14 Schaden wird das auch schwer. Mit 9 Schaden wäre man einfach realistischer dran. Und ich finde, der lässt sich ja gut fahren. 4,5 Meter ist eine schöne Breite für einen Flug. Das ist wirklich ordentlich. Also 50 cm pro Schar Abstand ist immer. Das war meine Cola, das war nicht so schön. Da unten habe ich mich leider ein bisschen vertan. Das sieht jetzt dann nicht mehr ganz so schön aus, nachdem ich da rüber gefahren bin. Du kannst sie auch erstmal in der kompletten Länge eigentlich lassen, weil das wenn ich sie in der kompletten Länge drauf habe. Schade, dass es ein bisschen verunstaltet wurde, aber das kann man ja mit der Sämaschine einfach Gras draufstellen, wieder wegmachen. Auch die Feldwege könnte man wieder herstellen mit einer Sämaschine, die mit Gras gefüllt ist und Gras sät. Denn da, wo dann der Feldweg war, wenn man da drüber mit Gras hält, entsteht der Feldweg wieder. Das ist also tatsächlich so. Leider steht jetzt hier, dass sie besitzen dieses Feld nicht, das ist 32er, das kaufen und ist deswegen gleich. Geht schon. Wenn wir das noch schön machen können mit dem Feldweg, denn der grüne Rand, der Grasränder des Feldes gehören eben noch zum Feld dazu und die können wir eben nicht bearbeiten. Feld kostet 70.000, ist gekauft, wir haben ja genug Geld aktuell. Also, ich muss sagen, der New Holland ist wirklich ein sehr, sehr schöner Traktor. Mit ordentlich Pfeffer unter der Haube, ordentlich Dampf. Echt ein schönes Gerät. Dann sind wir jetzt aktuell bei 5 Traktoren, die wir besitzen. Heute werden sicherlich dann der 6 oder 7 werden. Und der Buffalo. Und noch so einige andere Sachen. Ja klar, mit 400.000 Euro kommt man schon weit. Ja, genau. Ey, was ist denn das für ein Flug? Der dreht hier nach unten. Leider rutscht der Flug hier ein bisschen nach unten. Da eben ja nicht Dreipunkt festgemacht, eben, sondern nur eben unten angehängt und eben... So also man ein bisschen gehen kann, nach links, nach rechts, ein bisschen rutschen, das ist der einzige Nachteil bei so großen Flügen. Weil eigentlich ab 6 Scharen fährt man nur noch mit Transporträdern und nicht mehr zum Ausheben, denn das schafft die Hydraulik einfach nicht mehr. Das sieht echt scheiße aus. Ich müsste zwar eigentlich sagen, da gibt es auf YouTube so ein Video, wo ein Glas A150, zwei kleine Glas vorne und hinten mit Fronthydraulik und Heckhydraulik anhebt, also richtig in die Luft hebt und das mit Leichtigkeit, würde man dann schon sagen können, der könnte wahrscheinlich einen 8-Scharp-Flug auch heben, aber das ist nicht alleine das Gewicht, das den Flug so schwer macht auszuheben, sondern die Hebelwirkung. Denn der Flug geht ja steil nach hinten in die Luft. Du müsstest jetzt einmal den einen Baum da. Eben den letzten Punkt, den letzten 1-2 Metern noch anzuheben. Das ist ja eben das Schwerste, weil er eben in der Luft ist oder am Boden und so weit aufgehoben werden müssen. Und das ist eben noch schwerer, wenn du direkt an der Heckhydraulik bist. Desto weiter du weg bist, ist es natürlich umso schwerer, dank der Hebelwirkung oder aufgrund der Hebelwirkung, es anzuheben. Deswegen wird das schwer. Also mehr als 6 Scharen gibt es eigentlich nicht. Zum Heben. Das war ja in LS13 der Fall, aber das entspricht nicht der Realität. Weiß nicht, was das für ein Flug war. Aber 6 Schaden sind auf jeden Fall womöglich. Wie zum Beispiel bei diesem Amazonic Katros oder hier wieder 6-Scharp-Flug beim LS15 heißt. Und alles über 6 Schaden muss man auf Transporträdern auf der Straße transportieren. Das regt an seinen ganzen Möbelgarnituren und Kokern. Fliesentisch Olé, oder wie war das nochmal? Irgendwie so, ja. Ja, das dürfte, soweit ich weiß, auf
drei Fahrten hinkommen. Mal schauen. Nein, das werden dann wohl doch vier sein. Mir rutscht der Flug wieder nach unten. Also wenn das quasi 14 Meter, sagen wir mal 13 Meter ist dann der Feldweg mit Rändern breit, war das schon, waren schon breit. Ich kenne keine so breiten Feldwege. Die meisten, die wir haben, sind alle so 4-5 Meter. Bruder, tut mir ja leid, ey. Also mehr als 7 Meter. Wieso? Will das nicht hergeben, so fällt dran. Du musst die Kettensäge monzern machen. Hier sind sie eben, ja. Aber ich bin mal gespannt, was wir auf als erstes auf dem Riesenfeld dann ansehen werden. Ich vermute mal, das, was wir vielleicht per Nachfragemission bekommen, mal schauen, was das dann ist. Ob es Gerste ist oder Weizen oder Raps. Gut, Mais wahrscheinlich eher noch nicht, denn Mais haben wir ja noch, das andere Feld. Und Mais dann erst wieder richtig anfangen, wenn wir dann eben den Häcksler haben. Dann kann es rund gehen. Hey, man sieht es so geil mit den Spiegeln in ja, Holland drin beim Ackern. Für die Silage bekommt man ja auch wirklich einen riesen Batzen Geld. Gut. Da steht. Das ist jetzt der Feldweg zwischen Feld 32 und 27. Ja, der untere quasi. Ich werde jetzt auch dafür, bevor wir jetzt weitere Bäume fällen, dass das dürfte ich jetzt aber doch auf einmal schaffen, ja. Ich habe nämlich das Problem, dass ich einmal genau hin. Keine Übersicht habe. Das ist doch. Ja. Ich muss jetzt erstmal aufladen. Jo, mach das. Wie ich gesagt habe, 3x 4,5 Meter, 13,5 Meter. Du kannst ja, wenn du lustig bist, mal versuchen mit den Teleskoplader also das auf zu machen. 12 Meter Felsen. Also mindestens die kleinen Stämme. Oder du holst den Jensen das Gerät nachher, dass wir die kleinen Dinger. Zwischendurch wird auch mal gespeichert, denn uns ist gestern das Spiel schon zweimal abgestürzt, was zwar beide Male gespeichert hat, aber trotzdem ist das ein unnötiger Schock und unnötiges Risiko. Obwohl. Aber mir ist das eigentlich auch egal, weil Schäfer muss. Automatisch gespeichert wurde. Ja. Weiß ich das jetzt nicht, wie oft er genau speichert, in welchen Zeitintervallen, alle 10, alle 15 Minuten, alle halbe Stunde, keine Ahnung. In der Regel speichere ich so alle. Und dann müssen wir sowieso halbe Stunde eigentlich, absägen, wenn ich es nicht vergesse, schicken, dann mal alle 15 Minuten. Vielleicht ist es auch mal eine Stunde und dann speichern, das kann auch schon sein. Drei. Das Spiel dann in der Zeit abspielt, ist es natürlich schlecht. Oh, ich bin aber wenn wir vorne sind, haben wir auch den ganzen Feldweg fertig. Vor allem sieht das optisch auch aus. Dank dem Neunjobflug mit 4 Schaden hätte man sich echt geplagt. Und schon sagen, macht wirklich gleich Spaß, viel mehr Spaß mit neuen Schaden, das ist wirklich so. Also mit 4 Schaden, da lohnt sich dann irgendwann auch das Ackern wirklich mit 4,5 Metern. Okay, und ja, das war's dann auch wieder. Ein etwas kürzerer Teil, was die Bodenbearbeitung angeht. Aber gut, wir sehen uns am nächsten Tag, macht's gut, bis dahin. Ciao und Servus.